Ja, und gestern Abend war die Überraschungsmannschaft der dritten Liga schon im Einsatz, der VfR Aalen. Mit dem 1:1 gegen Hansa Rostock hat sich die Mannschaft von Peter Vollmann eine Serie gesichert. Und zwar sind sie weiterhin ungeschlagen. Das hätte vor der Saison diesem Team wohl kaum jemand zugetraut. Michael Bollenbacher war für uns dabei und hat zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten erlebt. Der VfR in Schwarz-Weiß zeigte Spielfreude, zeigte Einsatz und Effizienz. Aalens Blitzstarter trafen schon nach 2 Minuten. Nach der Pause aber dann fast nichts mehr. Der Spielfluss größtenteils dahin, der Frust am Ende groß. Wir müssen in der ersten Halbzeit schon das zweite Tor machen. Und dann kommen wir richtig schläfrig aus der Kabine raus, sind passiv und kriegen dann natürlich auch verdient den Ausgleich. Und danach haben wir uns wieder gefangen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir heute 2 Punkte verschenkt. Zu Spielbeginn Rauchschwaden aus dem Hansa-Block. Mächtig Dampf machten zu Beginn aber nur die Gastgeber. Nicht nur der Platz, auch Rostocks Hintermannschaft irgendwie vernebelt. Nach 2 Minuten zog der starke Morris gleich an mehreren Gegenspielern vorbei. Tolle Übersicht, Gerrit Wehkamp mit dem 1:0, sein 3. Saisontor. Der Dank galt aber Flügelflitzer Matthias Morris. Mats ist halt auch ein Spieler, der denkt wie ein Stürmer. Selbst wenn er über außen spielt, der weiß, wie ein Stürmer läuft, der weiß, wie ein Stürmer sich verhält. Und ja, mit ein bisschen Glück wäre vielleicht noch das ein oder andere mehr drin gewesen. Da war immer wieder ein Fuß dazwischen, das war leider ein bisschen ärgerlich. So auch nach 15 Minuten der VfR immer wieder über die linke Seite, schnell und leichtfüßig. Leicht fertig aber teils die Chancenverwertung Morris zu uneigennützig. Aalen spielte teils aus einem Guss, Schwabel auf Mika Ojala. Die Chancenverwertung gestern einfach das Manko. Peter Vollmann führte Rostock 2011 von der 3. in die 2. Liga zurück. Sein Ex-Club in der ersten Halbzeit schwach. Einzig Andres prüfte Daniel Bernhard, der VfR-Keeper, gestern mit einer starken Leistung. Die Gäste von der Ostsee nach der Pause, dann die bessere Mannschaft der VfR, zu passiv. Ein super Reflex per Fuß von Daniel Bernhard verhinderte in der 52. Minute noch den Ausgleich. Doch nicht nur die 800 mitgereisten Hansa-Fans gaben alles, auch die Mannschaft immer druckvoller. Die 64. Minute, Rostocks Neuzugang Timo Gebhardt über rechts, Matthias Henn, der Innenverteidiger, mit dem verdienten 1:1-Ausgleich. Assistgeber Gebhardt spielte vor gut 6 Jahren noch Champions League mit dem VfB Stuttgart. Nach kurzem Intermezzo in Bukarest plant er jetzt in Rostock seinen Neustart. Von Aalen kam nicht mehr viel, Morris noch mal kurz vor Schluss. Durch das 1:1 bleibt der VfR in der Spitzengruppe der Tabelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Mannschaft und auch ich als Trainer beschäftigen uns überhaupt nicht dazu, weil unser Ziel Klassenerhalt weiter heißt. Und da müssen wir sehen, dass wir jedes Spiel hart dran arbeiten. Trotz schwäbischem Understatement auf der Ostalb, der VfR Aalen bleibt auch nach 6 Spielen ungeschlagen.